Mein Freund, du weißt es am besten. Was haben sie dir nicht alle schon gesagt? Du wärst zu klein, du wärst zu schwach, du wärst zu langsam, du wärst zu fremd. Alles haben sie dir eingeflößt, die Stimmen. Aber allen hast du es gezeigt. Und heute werden die Stimmen wieder laut. Sie wollen dir wieder Grenzen setzen. Sie sagen, du wärst zu alt. Der Kampf geht weiter, mein Freund. Ja, du bist alt. Aber Grenzen existieren nicht. Grenzen existieren nur im Kopf. Du hast das Herz eines Löwen. Und niemand besser als du weiß, was jetzt zu tun ist. Tu es. Aus Donzdorf, Baden-Württemberg, der WBA-Weltmeister im Cruisergewicht, der Herausforderer, the Challenger, Firat Aslan! Ladies and Gentlemen, begrüßen Sie heute mit mir zwei außergewöhnliche Menschen. Der eine hat Boxgeschichte geschrieben. Der andere hat Boxgeschichte aufgeschrieben. Auf der rechten Seite ein Mann, der eine unglaubliche Karriere hingelegt hat. Mit 18 begann er mit dem Boxsport. Immer von einem Gedanken angetrieben, Weltmeister zu werden. 19 Jahre hat er dafür hart gekämpft. 2007 schlug er den fünffachen Champion Virgil Hill und wurde WBA-Weltmeister im Cruisergewicht. Heute, fast 15 Jahre später, ist er immer noch in der Top 10 der Welt. Begrüßen Sie mit mir Firat Aslan! Auf der linken Seite Kommunikationstrainer, Veranstalter, Coach und Speaker aus Leidenschaft. Er ist Gewinner des Health Media Award und hat mit vielen Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, Politik und dem Sport zusammengearbeitet. Volker Siegle! Sie beide veröffentlichen heute zur Frankfurter Buchmesse das vielleicht stärkste Buch aller Zeiten. Den intensivsten Ratgeber für alle, die wissen wollen, wie man sich immer wieder zurückkämpft. Box, was wehtut, macht stärker. Ich darf Sie nochmal herzlich willkommen heißen vom Gedächtnistraining zum Boxtraining. Jedenfalls hat es sich so angehört, fast zum Boxkampf. Schön, dass ihr da seid, lieber Firat Aslan, lieber Volker Siegle. Herzlich willkommen auf der Frankfurter Buchmesse. Wir sind froh, dass ihr heute hier seid. Wir sind stolz und glücklich, dass wir ein Buch von euch dabei haben. Bei uns in Halle 3 an Stand B19 werdet ihr nachher noch signieren. Man kann Fotos machen, man kann mit euch ins Gespräch kommen. Vielen Dank auch dafür. Jetzt sind wir an einem Punkt, Firat. 33 Jahre boxst du, 25 Jahre davon als Profi und jetzt ein Buch. Was war deine Motivation? Warum steigt man jetzt in diesen Ring? Erstmal hallo zusammen. Meine Motivation war natürlich schon immer, ein Buch zu schreiben. Ich wollte eine Biografie schreiben und gerade in den schweren Zeiten von Corona kam mein Freund Volker Siegle
auf mich zu, hat gesagt, ich habe eine super Idee, ein Motivationsratgeber. Und wir hatten Zeit, in der Zeit war ja wirklich vieles nicht möglich. Ich habe gesagt, super Idee, Volker schätze ich eh, alle seine Ideen. Und ich habe gesagt, ich mache mit und ich bin ehrlich, ich bin ihm dankbar dafür. Danke, lieber Volker, dass du diese tolle Idee hattest. Danke an euch, dass ihr uns diese Möglichkeit gegeben habt. Lieber Volker, ihr beide kennt euch ja seit Jahren. Jetzt ist es so, wenn man die Idee hat, ein Buch zu schreiben, wie kommt man ausgerechnet auf Firat Arslan, wenn es um Motivation geht? Gab es da eine Sache, wo du gesagt hast, ja, das kann man am besten mit Firat machen? Ja, auch erstmal hallo. Ich glaube, wer den Film gerade gesehen hat von Pepe, der hat vielleicht sogar die Antwort dabei gefunden. Ich durfte mit vielen, vielen großen Kämpfern, ich war jetzt erst mit Frank Stäbler letzte Woche dreifacher Weltmeister im Ringen und Olympiamedaillengewinner, mit Luan Krasnitsch, der im Buch mit dabei ist, Klitschkos und, sprechen und über viele Stunden mich unterhalten. Aber Firat macht einfach den Unterschied. Grenzen sind nur in deinem Kopf, ist gesagt worden. Und für mich ist es ein Kämpfer, der, seh es mir nach, gib mir nicht deine Faust, wenn ich das sag, vielleicht nicht von Kind auf mit Talent in den Boxsport gegangen ist. Und sich über puren Willen und über die Kraft der Gedanken dorthin gekämpft hat, wo ich jetzt noch Gänsehaut habe, wenn ich den Clip sehe. Und das verkörpert Firat wie für mich kein anderer Kämpfer, den ich kennengelernt habe. Und im Zuge des Interviews, bestimmt 100 Stunden Interviews mit Kämpfern. Und das ist Firat für mich absolut einmalig. Und das macht ihn so anders. Darf ich da nochmal nachhaken? Du hast von viel Zeit gesprochen. Ich weiß es auch vom Lektorat. Ihr habt viel Zeit in die Qualität und den Inhalt des Buchs gesteckt, dass genau auf jeder Seite das steht, was da auch hingehört. Ihr wart sowas wie Sparring-Partner. Wie war das für dich jetzt als Coach, als Trainer der Kommunikation, jetzt nicht des Boxens, und auch als Autor mit ihm zusammenzuarbeiten? So ein bisschen mal aus dem Nähkästchen. War das anstrengend? War das leicht? Vielleicht auch, ich glaube, das interessiert auch viele. Wie ist es, mit einem Box-Champion ein Buch zu schreiben? Also der erste Gedanke, für wen ich das Buch gemacht habe, waren für die vielen Kinder, die bei Firat im Gym sind. Der zweite Gedanke war, dass ich das Buch für euch gemacht habe, weil eigentlich sollte es nicht so sehr nur ums Boxen gehen. Es geht um Übertragbarkeit, wir müssen alle gerade kämpfen, wie wir vom Boxen lernen können. Und auf den Punkt zu kommen deiner Frage, mit Firat war es nicht immer einfach, weil Firat schlägt entweder K.O. oder geht über viele Runden. Und so ist auch das Buch, wir sind nicht gleich in der ersten Stunde auf den Kern gekommen, auch nicht gleich im zweiten. Manchmal ging es, ich erinnere mich noch, ich glaube um 2 wollte ich raus aus deinem Gym nachts nach 7 Stunden und Firat meinte, nee, wir machen weiter. Es geht bis 5, 6 und ich dachte, nein, Firat, es sind schon 7 Stunden. Also ich musste tatsächlich bei dem Buch auch über diese 12 Runden gehen. Manchmal hatte ich das Gefühl, es waren 15 Runden, ich weiß es nicht. Aber Punkt, ich habe am meisten gelernt, weil es für mich auch ein Coaching von Firat zu mir war. Jetzt hast du davon gesprochen, der Firat, der sticht durch seinen unbändigen Willen hervor. Firat, ihr beide habt zusammen sehr viele Gastbeiträge auch noch ins Buch gebracht. Bewusst Leute, die man kennt, die vielleicht nicht alle mit dem Boxsport zu tun haben. Da sind Leute dabei wie Uli Wegner hat was Schönes geschrieben, Axel Schulz, wir haben Frank Stäbler auch drin, dreifacher Ringer-Weltmeister. Wir haben die Regina Halmich drin, wir haben auch Leute, Unternehmer drin, der Garcia von der Firma Garzi, deinem Hauptsponsor. Wenn man das so durchliest, dann fällt einem auf, unbändiger Wille ist so das, was irgendwie in jedem Beitrag, der über dich handelt, jetzt nicht von dir, sondern über dich, was da auffällt. Unbändiger Wille. Jetzt habe ich einmal die Chance, öffentlich einen Box-Champion zu fragen, reicht es denn zum Boxweltmeister? Oder was musstest du mitbringen? Einiges werden wir sicher im Buch nachlesen können, aber so auf den Punkt gebracht. Ich habe eine sehr schwere Kindheit gehabt und auch sehr viel in mir Hass aufwachsen, aufkommen lassen. Und
bis ich 18 war, auch ziellos gewesen. Und mit 18, das war so die Zeit davor schon, mit 15, 16 kamen die Rocky-Filme. Ich weiß nicht, ob ihr die Rocky-Filme kennt, also die meisten werden es kennen. Das hat mich unheimlich motiviert, da kam aus dem Nichts, aus einer sehr armen Gegend, mit Armut aufgewachsen, keine Anerkennung und hat sich durchs Boxen hochgekämpft. Das hat mich so fasziniert, diese Geschichte, dass ich dachte, wow. Dann war mein Bruder Boxer und ich war sein größter Fan. Und irgendwann dachte ich, du kannst ja nicht dein Leben lang durch die Welt laufen und sagen, mein großer Bruder. Und mit 18 habe ich entschlossen, dass ich Boxen anfange, habe das Rauchen aufgehört, habe in jungen Jahren angefangen gehabt mit Rauchen und habe einem Freund versprochen, ich werde Boxweltmeister. Ich habe daran geglaubt, wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich laut den guten Trainern gar kein Talent habe. Und das war ein sehr, sehr schwerer Weg, aber der Glaube, der Glaube, den ich hatte und die Vision, die ich hatte und der unbändige Wille, ich glaube, das war auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg, dass ich auch, ich hatte viele Niederlagen auch, ich hatte ungerechte Niederlagen, aber ich habe immer weitergemacht. Ich habe immer gesagt, du kannst noch mehr. Ich habe mich selbst immer gefragt, hast du alles gegeben? Und wenn ich immer irgendwo gedacht habe, noch könntest du das versuchen, dann habe ich gesagt, dann mach weiter. Und das hat mich immer wieder angetrieben. Und ich möchte auch jungen Menschen nicht, dass sie Boxer werden sollen. Egal, was sie tun wollen. Sie sollen an ihre Ziele und ihre Träume glauben und dafür sich einsetzen. Und Fleiß, ich bin überzeugt, wird immer belohnt. Ich glaube, man versteht jetzt ganz gut, was du auch zu Anfang gesagt hast, Fiat Arslan, wenn es um Motivation geht, dann kann man allein schon aus dieser Geschichte sehr viel mitnehmen. Volker, ein Motivationsbuch, kannst du uns das einfach mal beschreiben? Was kann man da mitnehmen? Wie funktioniert auch dieses Buch, das ihr gemeinsam geschrieben habt? Also in erster Linie würde ich sagen, der Begriff Motivationsbuch ist völlig abgegriffen. Ich wüsste gar nicht, wie viele Motivationsbücher jetzt auch auf der Buchmesse gibt. Das Buch ist in 12 Runden aufgebaut und 12 Runden in der Charakteristik wie ich. Wir haben uns 2014 kennengelernt beim ersten Talk, wie ich Fiat Arslan sehe. Und dann habe ich mir überlegt, das Buch sollen keine Fiat Arslan-Fans kaufen. Sie dürfen es kaufen und sie werden es kaufen. Aber schlussendlich geht es mir darum, dass jeder, ob das ein kleines Kind oder eine ältere Dame ist, aus dem Buch lernt. Und gib mir mal noch 2-3 Minuten. Bitte. Das Buch soll praktisch dem Leser nahe kommen. Das bedeutet, da sind ganz, ganz intensive Fragen drin. Und ich wähle mal einfach mal die Nähe auch. Sie grinsen schon. Vielleicht ist eine Frage, die immer noch zum Grinsen einlädt. Der nächste große Wettkampf in Ihrem Leben, Herr Kohn, wenn ich das richtig mache, der nächste große Wettkampf in Ihrem Leben, welche drei engste Partner würden Sie mit in den Ring nehmen? Können Sie für sich entscheiden. Dilek, wenn du dich von jemandem verabschieden müsstest, im nächsten Kampf deines Lebens, wo du die Sporttasche passt, auf wen würdest du verzichten müssen? Und so geht dieses Buch unglaublich nah. Und die Fragen gehen immer in den Alltag. Also Beispiel auch, welches war die härteste Niederlage deines Lebens, die dir heute noch schmerzt und die du nicht überwunden hast. Und so hat das Buch praktisch für jeden Ring 5 Fragen. Und die sind aufgebaut nach dem, wie ich Fiat sehe. Und ich glaube, wer die für sich beantwortet, der braucht erstmal ganz viel Stille, einen guten Tee, weil die sehr, sehr, die gehen einfach nochmal tiefer, nochmal intensiver rein, nochmal näher ans Herz als, glaube ich, manch anderes. Das nimmt man auch schon beim, oder man erahnt es beim Titel des Buchs. Box klingt ja erstmal nach vorne und dann im Untertitel, was weh tut, macht dich stärker. Da ist die Stärke drin, aber auch der Schmerz. Jetzt war ich im Lektorat einer der Ersten, der das Manuskript dann lesen durfte und für mich hatte das deswegen so viel Musik, sag ich mal, weil es kein Buch ist, obwohl es über und mit einem Box-Champion geschrieben wurde. Es ist nicht nur ein Buch über Siege, über die großen Siege, die sind drin. Es ist auch ein Buch über Niederlagen. Und um jetzt mal noch eine persönliche Frage zu stellen, was mich sehr interessiert, weil das auch Leser interessiert, glaube ich, die dieses Buch gelesen haben. Gibt es eigentlich etwas in deiner Karriere, was du anders machen würdest? Eine Niederlage, auf die du verzichten würdest? Es gibt natürlich viele Dinge, die ich anders machen würde, wenn man die Zeit zurückdrehen könnte. Man kann sie nicht zurückdrehen, aber
Das eine, was ich auf jeden Fall anders machen würde, ich habe vorhin ein paar junge Sportler gesehen, die auch hier im Publikum sitzen, die mit mir auch Fotos gemacht haben. Und ich würde auch in diesem jungen Alter anfangen. Ich habe sehr spät begonnen, mit 18, in einem Alter, wo man eigentlich keine Sportart anfängt, um Weltmeister zu werden. Als Kind lernt man ganz anders. Man ist wie ein Schwamm, man saugt es auf. Wenn man älter wird, wird alles schwerer. Das ist wie mit einer Sprache. Ich bin in Deutschland geboren und ich denke, dass ich akzentfrei, also zumindest wenn ich jemanden anrufe und auch einen deutschen Namen nennen würde, dass man mir das abnehmen würde. Wenn man im gewissen Alter ist, dann lernt man es nicht mehr akzentfrei. So ist es auch mit dem Boxen. Ich hatte eine gewisse körperliche Kraft und habe mich immer auf meine Kraft verlassen. Ich habe mir die Technik nie so gut lernen können wie ein Kind. Ein Kind muss die Technik lernen, weil die Kraft noch gar nicht vorhanden ist. Er muss es technisch besser können. Und das wäre das Erste, was ich anders machen würde. Ich würde wieder boxen, ich würde früher anfangen. Das ist das Erste. Und natürlich auch Niederlagen, die geschehen sind, Fehler im Training. Ich würde einiges anders machen. Das wäre jetzt zu lang, um alles zu erklären. Aber das Erste und Wichtigste wäre für mich, früher zu beginnen. Ich habe einmal im Buch gelesen, dass du an einem Tag zu wenig getrunken hattest bei einem Kampf. Und ich fand die Geschichte so hinreißend. Ich würde dich mal bitten, weil ich habe so ein bisschen gehofft, dass du diese Geschichte bei dieser Frage erzählst, uns von diesem Tag zu berichten, weil es hängt natürlich auch damit zusammen, man kämpft bis zum Letzten und dann irgendwann gehen die Lichter aus. Du weißt, auf welche Geschichte ich anspiele. Ich weiß natürlich. Dieses Thema habe ich gerade nicht in die Antwort mit reingenommen, weil das hing nicht damit zu, also ich hatte das Wissen nicht, um es besser machen zu können bei diesem Kampf. Das war 2010, der 3.7.2010, da hat Deutschland gegen Argentinien 4-1 gewonnen in Südafrika bei der Fußball-WM. Es war der heißeste Tag in Deutschland, die heißeste Woche und ich habe nach 2 Jahren Verletzungspause zum ersten Mal wieder im Ring gestanden, gleich wieder um die Weltmeisterschaft, ohne Zwischenkampf, ohne Aufbaukampf, das würde ich auch nicht mehr machen. Nach so einer schweren Verletzung sofort wieder gegen den zu starken Gegner antreten, weil du musst erstmal wieder reinkommen. Ich habe 11 Runden vorne gelegen und zu wenig getrunken, zu wenig Wasser gespeichert gehabt und bin dann im Krankenhaus wieder aufgewacht. Also ich kann mich danach nicht mehr erinnern. Und als ich aufgewacht bin, lag ich da im Krankenhaus, die Ärzte um mich herum stimmen. Die Blutdruckmanschette hatte immer wieder auf und ab gepumpt, um meinen Blutdruck zu messen. Und ich habe nur Stimmen gehört, wie die über den Kampf geredet haben. Nicht mal wer, ich wusste nicht mal, was ich bin. Ich habe nur gehört, wie die gesagt haben, was für ein Kampf, die Ärzte. Und die haben sich unterhalten und ich dachte, wer kämpft hier? Wieso wird gekämpft? Und dann habe ich gedacht, wieso foltern die mich? Das hat so wehgetan, diese Blutdruckmanschette, weil ich geschwächt war. Ich habe laut Ärzten 9 Liter Wasser verloren. Ich hatte kurz Herzstillstand, weil einfach zu wenig Flüssigkeit im Körper war. Die Ärzte haben danach gesagt, wenn ich nicht so gesund wäre und meine Arterien nicht so rein wären, hätte ich es wahrscheinlich nicht überlebt. Auf jeden Fall war es einfach so, dass ich dann die erste Frage, als ich dann die Augen aufgemacht habe, habe ich gesagt, welche Runde bin ich K.O. gegangen? Weil ich dachte, scheiße, ich bin K.O. gegangen. Und die haben gesagt, ah, Herr Aslan, sind Sie aufgewacht. Sie sind nicht K.O. gegangen, Sie haben einen Kreislaufkollaps gehabt in Ihrer Ecke. Manierlich in die Ecke zurückgelaufen. Ich war so erleichtert, dass ich nicht im Ring K.O. gegangen bin. Klar, habe ich verloren, aber es wäre für mich anders gewesen, wenn ich vom Schlag umgefallen wäre und K.O. bin ich in meiner Laufbahn nie gegangen. Ich bin nie liegen geblieben bis 10. Und das war für mich etwas, wo ich gewusst habe, selbst in diesem Moment habe ich gesagt, ich komme wieder. Ich war im Krankenhaus und ja, war für mich eine bittere Erfahrung, aber war auch damals, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass ich noch mehr Kohlenhydrate hätte zu mir nehmen müssen, für alle jungen Sportler, wenn es mal über eine längere Distanz gibt. 1 Gramm Kohlenhydrate bindet ungefähr 4 ml Wasser. Und ich hätte nur trinken hätte nicht ausgereicht, weil das trinkst du und musst es wieder rauslassen. Aber wenn du mehr Kohlenhydrate tankst, dann hast du auch noch mehr Wasserspeicher. Und das war etwas, was ich bis dahin nie gebraucht hatte, weil diese Hitze gab es einfach nicht. Und ja, man lernt nie aus. Firat, wenn du erlaubst, darf ich kurz die Pointe zu Ende erzählen. Natürlich, ich wollte dich nötigen. Ja? Ich habe danach im Krankenzimmer, war ja der Dopingkontrolleur dabei. Die haben mich ja erstmal mit Infusion, ich habe 8 Liter Infusion bekommen und ich muss ja nur 90 ml abgeben, das ist gar nichts, das ist ja nicht mal 0,2 Liter Glas. Und das hat ewig gedauert, bis der Dopingbeamte weg war. Das war noch irgendein russischer junger Mann mit mir im Zimmer. Und als der Dopingbeamte endlich fertig war, ich habe nochmal 3 Stunden gebraucht, obwohl ich 9 Liter zu mir genommen habe, bis ich 90 ml abgeben konnte. Als er dann draußen war, und das war ja die ganze Woche schon in der Bild-Zeitung immer wieder Berichte und in allen Zeitungen Berichte über den WM-Kampf, hat er gesagt, ich habe dich gleich erkannt. Was ist passiert?
Ich habe gesagt, ich habe verloren, zu wenig getrunken. Dann habe ich gesagt, bei dir, der Schlägerei, zu viel getrunken. War auf jeden Fall. Da hat der Michael Ohnewald damals das geschrieben. Eine tragische Begegnung im Krankenhaus. Der eine liegt da, weil er zu wenig getrunken hat, der andere, weil er zu viel getrunken hat. Also Sie sehen, das Buch bringt beides mit. Tolle Geschichten aus dem Boxsport und auch alltagstaugliche Reflexionen, die das ermöglichen, aus diesen Geschichten was für sich selbst mitzunehmen. Volker, es ist ja sowas wie ein Arbeitsbuch, euer gemeinsames Werk. Wenn ich das durcharbeite, hast du da auch als Autor so ein Ziel gehabt, wenn das jetzt jemand durcharbeitet mit viel Leidenschaft, mit Ehrlichkeit zu sich selbst, kommt er dann an einen gewissen Punkt oder was wär für dich als Autor von einem Ratgeber so das Wunschziel? Was soll am Schluss oder was kann idealerweise am Schluss einer solchen Lektüre stehen? Am Schluss steht, und dafür steht für mich halt auch Vierad, dass er sehr werteorientiert ist. Und ich habe mir halt überlegt, wir haben nicht so einfache Zeiten, schwere Zeiten, könnte der Ring die Metapher sein für unser Leben. Und Vierad hat sicherlich nicht immer jeden Schlag einkalkuliert. Den können wir im Alltag momentan auch nicht einkalkulieren. Also das Ziel ist, wie kann ich von einem Boxer in der aktuellen Zeit lernen zu kämpfen, aber den Werten treu zu bleiben und sich nicht zu verlieren in den Werten. Das ist das Nummer eins Ziel. Und das zweite, dank Vierads Namen ist es uns gelungen, vielleicht das erste Buch zu machen, wo alle deutsch-türkischen Persönlichkeiten, die aus einer Gastarbeiterfamilie gekommen sind, da ist auch Erol Sander drin, Mordkommission Istanbul, der Schauspieler. Es sind, du hast vorher Persönlichkeiten aus dem Unternehmertum genannt. Ich glaube, es ist das erste Buch, wo alle vereint sind in Deutschland, die diese Gastarbeitergeschichte haben, aus dem deutsch-türkischen Raum raus, die alle aus Wille, aus Talent etwas gemacht haben. Und wenn man das vereint, Wille, Talent mit Wertekultur, da sind viele dran zerbrochen, viele konnten das nicht schaffen. Vierad, glaube ich, dank der Familie, dank seiner Wertekultur, dank seines Glaubens, hat, egal was um ihn herum passiert ist, immer seine Linie behalten. Und wer sich mit Vierad mehr beschäftigt hat, weiß auch, dass er manches Mal, so sagen es die Fachleute, betrogen wurde. Ich denke nur an den letzten großen Kampf. Unglaublich, als jemand das Handtuch in den Ring wirft, der überhaupt nicht befähigt war, überhaupt in den Kampf einzugreifen. Und Vierad hat eine erstklassige Pressekonferenz gemacht, wo jeder andere völlig ausgerastet wäre. Also auf Punkt Nummer drei ist, in schwierigsten Situationen, selbst wenn man sich nicht gerecht behandelt fühlt, den Werten treu zu bleiben. Und auch das ist wieder, um den Bogen vielleicht zu spannen, auf deine erste Frage, warum Vierad Aslan, genau das sind die Gründe. Und für dich, welche Erfahrungen nimmst du vielleicht auch mit, lieber Vierad? Du hast jetzt, man kann sagen, alles erreicht. Du hast eine unglaubliche Karriere hingelegt. Du bist immer noch in den Top Ten. Du bist immer noch aktiv. Was sind deine nächsten Ziele? Also sportlich gesehen, ich bin immer noch aktiv. Ich bin Nummer 6 bei der WBA-Weltrangliste. WBA ist der Urverband des Boxsports im Profiboxen. Und mein Ziel ist nächstes Jahr im Mai, meinen allerletzten Kampf zu, meinen Jubiläumskampf, meinen Abschiedsgala. Und dort nochmal um einen großen Titel zu boxen. Einfach nochmal zeigen, was möglich ist, wenn man wirklich mit Wille und mit Glaube. Aber ich werde nicht versprechen, dass ich gewinne. Ich verspreche nur, alles zu geben und dass ich zeigen kann, was man auch mit über 50 noch körperlich in der Lage ist zu leisten. Ich habe die Sportschule Vierad Aslan eröffnet. Wir haben die erste Kampfsportschule schon aufgemacht und wir haben nächstes Jahr vor, eine zweite zu eröffnen. Und auch da haben wir sehr viele junge Menschen, denen nicht, und da geht es, da ist 90% sind nicht Kämpfer. Das sind einfach Hobbysportler. Das sind Kinder. Wir haben über 150 Kinder bei uns. Und das sind Kinder, die einfach, die sollen auch nicht Kämpfer werden. Ich will sie auch gar nicht zum Kämpfen überreden, sondern da geht es um Disziplin, um Durchhaltevermögen, um Respekt, um auch das Miteinander. Und da, wir wollen denen Werte vermitteln. Und das ist für mich wichtig, einfach was zurückzugeben. Ich bin trotz meines schweren Weges dankbar dem lieben Gott. Für mich ist er alles. Und ich bin einfach dankbar, trotz einem sehr schweren Weg, trotzdem so viel erreichen zu dürfen. Ich bin dankbar, in diesem Projekt teilnehmen zu dürfen. Ich bin dankbar, Freunde wie Volker Siegel kennengelernt zu haben, Professor Christoph Schickhardt, Luan Krasnitsch und so viele tolle Menschen durch meine Karriere kennengelernt zu haben. Und ich möchte was zurückgeben. Und ich denke, das war ein guter Anfang mit dem Motivationsbuch. Kann mich
beim Volker nur bedanken. Tolle Idee von euch, auch ein tolles Projekt und hat mir riesig Spaß gemacht, dabei zu sein. Und ich werde auch eine Biografie noch rausbringen, aber ich denke, das hier ist halt ein bisschen anders wie eine Biografie, weil es noch knackiger zu lesen ist und nicht nur um Boxen geht, sondern wie Volker schon gesagt hat, es spricht eigentlich alle an. Im Mai nächsten Jahr, also freuen wir dich im Boxring zu sehen. Das heißt, ob zwischen Mai und Oktober für die nächste Frankfurter Buchmesse dann Zeit bleibt für das nächste Buch, das müssen wir mal schauen. Vielleicht wird es dann auch erst 2025. Ich kann Ihnen sagen, ich habe das Buch intensiv gelesen, es lohnt sich sehr, man will mehr lesen und das ist immer ein gutes Zeichen für ein Buch, wenn man noch mehr lesen will und nicht weniger gerne gelesen hätte. Wenn Sie jetzt mehr erfahren wollen über die beiden, ins Gespräch kommen, signierte Bücher kaufen möchten, dann sind Sie herzlich eingeladen in Halle 3.0 an Stand B19. Ihr werdet da sein. Vielen Dank, dass ihr hier wart und ich freue mich auf einen schönen Tag mit euch. Vielen Dank. Vielen Dank.